Oh, jemini, abri, abri, abri. Nein, nicht. Aber ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. Ihr Lieben, da sind wir wieder und Marcel hat heute wieder ein paar Fragen für mich. Diesmal heißt das Video, wie werde ich Synchronsprecher? Mhm. Erste Frage, brauche ich eine Ausbildung? Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Es wird von den meisten Firmen auch verlangt, sonst wird man gar nicht gebucht oder engagiert. Man muss entweder eine komplette Schauspielausbildung haben oder eben zumindest eine Mikrofonerfahrung bzw. eben irgendwie eine Sprecherausbildung. Weil das hört man vor dem Mikrofon einfach, ob eine Stimme geschult ist oder nicht. Oft ist es so, dass ich Anfragen bekomme, da sagt jemand, ja, die sagen alle mal, ich habe so eine tolle Stimme und ich soll unbedingt damit was machen, beim Synchron oder im Radio. Die tolle Stimme ist natürlich schon mal gut, aber das ist nur ein Kriterium. Die Stimme muss eben auch geschult, sprich ausgebildet sein. Entweder eben eine Sprecherziehung oder eine komplette Schauspielausbildung. Kann ich einfach in die Studios gehen und lossprechen? Das wird so nicht funktionieren, da wird man nicht reinkommen, sondern man kann bei den Studios anfragen höflich, sich vorstellen und dann, je nachdem, wie das Studio dann reagiert, kriegt man eine Einladung für ein Probesprechen oder man wird aufgefordert, Sprechproben zu schicken. Das ist ganz unterschiedlich. Na, das kann man dann per E-Mail machen oder direkt per Telefon. Entscheidend ist immer für Bewerbungen der Ansprechpartner, das sind immer die sogenannten Aufnahmeleiter. Also nicht die Produktionschef oder die Leitung der Firma von den Synchronfirmen, sondern das sind die Aufnahmeleiter. Wie lange dauert die Ausbildung? Das ist unterschiedlich. Es gibt ja, kann man sich ja im Internet schlau machen, gibt sogenannte Crashkurse, die sind nur über ein Wochenende oder was. Das ist dann auch immer eine Kostenfrage. Und dann gibt es eben richtige, solide Ausbildung, die dann doch ein bisschen länger ist. Das ist aber ganz unterschiedlich. Da muss man sich schlau machen, was so angeboten wird. Wie lang ist ein Arbeitstag? Das ist auch unterschiedlich. Manchmal habe ich einen kurzen Sprechtermin nur mit ein paar Takes und bin dann ganz schnell wieder aus dem Studio. Und dann gibt es aber auch Tage mit, sagen wir mal, für einen Kinofilm oder für eine Serie, wo man dann bis zu 8 Stunden, das ist eine sogenannte Tagesschicht im Synchronstudio ist. Oder aber man hat auch verschiedene kleine Termine an einem Tag und muss dann zwischen den Studios noch hin und her fahren. Kann jeder Sprecher werden? Also grundsätzlich ja, aber wie gesagt, die Voraussetzungen sind, die Stimme muss brauchbar und einsetzbar sein und sie muss auf jeden Fall, was ich gerade schon gesagt habe, sie muss in irgendeiner Form geschult sein. Ja. Also dass man sich einfach kommt und sagt, ich spreche jetzt, ich habe eine tolle Stimme, das geht natürlich nicht. Das heißt, bestimmte Grundvoraussetzungen müssen erfüllt werden. Ja. Kann ich mir eine Rolle aussuchen? Habe ich noch nicht erlebt. Ich bin immer angeladen worden zu Castings, also Probesprechen, auf bestimmte Figuren. Und selbst da habe ich ja nicht entschieden, sondern das entscheidet dann der Auftraggeber, die Firma, wer genommen wird und wer dann nachher den Zuschlag bekommt. Oder man wird direkt angefragt auf bestimmte Rollen und ob man da Zeit hat. Das sind dann die Firmen, die einen auch kennen über viele Jahre und wissen, wie die Stimme klingt. Und die können einen auch besetzen, ohne Probe sprechen. Aber es ist nicht so, dass ich hingehe und sage, ich möchte die und die Rolle sprechen. Das gibt es nicht. Was muss ich mit meiner Stimme können? Ach Gott, das ist ganz schwer zu sagen. Man sollte ja zumindest erstmal vernünftig sprechen, artikulieren können, wenn man dann natürlich noch Extras drauf hat, also Fremdsprachen, Dialekte oder was, oder Musikalisches und singen kann, sind das natürlich alles Bonuspunkte. Und erweitern natürlich die Möglichkeiten, jemanden zu besetzen. Aber grundsätzlich genügt eigentlich ja, ein normales, vernünftiges Sprechen, wenn die Stimme interessant genug ist, ja, dass die brauchbar und einsetzbar ist. Wie viel verdiene ich am Anfang? Das ist ganz schwer zu sagen, weil man hat ja nie feste Terminologie, meine Güte.
von Terminen, ja. Das kann mal ein kleiner Termin sein, mal ein langer Termin, das ist völlig unterschiedlich. Und je nachdem sind natürlich dann auch die Einkünfte. Ne? Man hat mal eine Woche oder einen Monat, wo weniger los ist, dann verdient man weniger. Und dann gibt es natürlich Tage oder Wochen, wo man richtig knüppeln muss. Und ja, da landet dann ein bisschen mehr auf dem Konto. Das ist also völlig verschieden. Da kann man gar keine feste Summe nennen. Kann ich vom Synchron leben? Wenn man gut zu tun hat und gut arbeitet und die Leute zufrieden sind mit einem und einen dann auch immer wiederholen, kann man davon recht gut leben, ja. Bekomme ich zu Anfang eine große Rolle? Das wird ganz schwer sein. Man wird natürlich erstmal eingearbeitet mit kleinen Rollen. Es gibt das sogenannte Ensemble, damit Regisseure Sprecher oder Sprecherinnen überhaupt erstmal kennenlernen können. Das sind so die kleinen Einsatzrollen in Filmen oder Serien. Und die werden dann im Ensemble aufgenommen, so nennt sich das. Früher haben wir dann immer gesagt Menge, Masse, aber das heißt heute Ensemble. Das sind dann meinetwegen drei Männer und drei Frauen im unterschiedlichen Alter. Und dann ist man im Studio. Und da kann der Regisseur oder die Regisseurin sagen, hier haben wir eine ältere Frau, das spricht jetzt bitte mal hier Frau sowieso. Oder hier haben wir einen jüngeren Mann, den haben wir im Studio, Herr sowieso, sprechen Sie mal den Take. Na, und das wird dann auch nicht nach Takes bezahlt, sondern da kriegt man dann eine, als Gage eine Sprecherpauschale. Die wird nach der Zeit berechnet. Kostet die Ausbildung etwas? Ich denke schon. Jede Ausbildung kostet irgendwas. Und je nachdem, da kann man sich heute im Internet schlau machen, was da angeboten wird, an Sprecherausbildung oder Schauspielausbildung, das ist völlig unterschiedlich. Da muss man sich ein bisschen schlau machen, ein bisschen gucken und ein bisschen vergleichen. Muss man seine Stimme verstellen können? Das ist nicht schlecht, wenn man auch sogenannte Chargen sprechen kann, ja. Also sagen wir mal für Trickfiguren oder so. Oder eben, was weiß ich, für Märchen oder, ja. Also, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man möglichst viel verschiedene Sachen anbieten kann mit der Stimme. Treffe ich auch andere Synchronsprecher im Studio? Wie gesagt, früher war es so, da haben wir Zweierszenen oder auch mit mehreren gemeinsam mit den Kollegen aufgenommen. Wir waren zusammen im Studio vor Mikrofon, das ist heute nicht mehr der Fall. Heute wird im Studio GX, so nennt sich das. Das heißt, dass jeder Kollege einzeln aufgenommen wird auf einem eigenen Band. Und das wird nachher in der Mischung dann zusammengeschnitten. Mitunter, wenn ich Glück habe, treffe ich Kollegen, wenn ich komme oder wenn ich gehe. Da kann man mal kurz Hallo sagen. Aber die Arbeit im Studio verrichtet man dann mehr oder weniger alleine. Die letzte Frage. Wie halte ich meine Stimme fit? Da gibt es alle möglichen Übungen, die man machen kann. Da kann man sich auch im Internet schlau machen. Da gibt es auch Bücher von für Sprecherausbildung, Sprecherziehung. Gibt es eine ganze Menge Literatur. Man kann auch für sich selber so Sprachübungen machen. Da gibt es zum Beispiel den Klassiker mit einem Kronkorken von einer Weinflasche zum Beispiel, dass man die in den Mund nimmt und dann so Übungen macht. Ja. Aber da kann man sich, wie gesagt, im Internet schlau machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Danke, Sandy. Sehr gern. Tschüss.